Herzlich willkommen, ein neues Video von Savage Scooters. Wir sitzen wieder mal in meiner Werkstatt. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, weil es geht weiter im Projekt. Das Projekt, was immer noch keinen Namen hat, weil ich mich noch nicht so wirklich durchringen konnte dazu. Aber ein paar coole Ideen von euch waren dabei. Ihr könnt gerne weiter in die Kommentare schreiben, wenn euch was einfällt, wie wir das Ding nennen können. Wir wollen heute mal beginnen mit dem Motor. Was haben wir da für euch? Das verrate ich euch jetzt im Video, im aktuellen, und würde sagen, viel Spaß beim Video. So, was bauen wir? Wir bauen einen LML 125er Motor auf Membranbasis mit dem PX80 Conversion Kit vom Scooter Center. Bisher hat es das so in der Form öffentlich noch nicht gegeben, also nicht, dass ich wüsste, dass es irgendwo gebaut worden wäre, vielleicht, aber ich habe leider keine Kenntnis davon. Von daher habe ich dem Ulf gesagt vom Scooter Center, ich sage, pass mal auf, lass uns doch mal einen Motor mit Membran bauen. Das heißt, die Firma MRP stellt uns ihren wunderschönen Ansauger, den CNC-Ansauger, zur Verfügung. Über diesen Ansauger werden wir den 35er Mikuni befeuern. Der Motor wird also einen 35er Mikuni bekommen über eine Tassi-4-Membran und einen MRP-Ansauger. Der Ansauger ist speziell für diesen Motor gebaut. Das ist, wie gesagt, ein LML-Membranmotor. Der hat den Einlass also schon relativ groß. Das Problem, was heißt Problem? Das Merkmal an der Sache wird sein, wir haben eine Drehschieberkurbelwelle, die im Grunde jetzt ein bisschen vergleichbar zu einer Vollwange sein wird. Es gibt natürlich jetzt noch keine Membranwellen für dieses Conversion-Kit. Ne, kleiner Hinweis an Ulf, vielleicht lässt dir ja was einfallen dazu. Es gibt ja auch von Malossi entsprechende Membrangehäuse. Ja. Also werden wir jetzt die Welle verbauen, die wir haben. Das ist die Drehschieberwelle von BGM. Und wir werden den 210er Malossi verbauen und das Ganze auf einem Membran-LML-Motor. Dann werden wir ein Getriebe von der 125er verbauen, also das, was drin ist im LML-Motor, werden aber eine entsprechend lange Primär, müsste ich mal gucken, ich glaube 2463 oder 2363, werden wir mit der BGM Superstrong-Kupplung verbauen. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Zwei Auspuffanlagen schon mal hier stehen haben. Das ist einmal die BGM Big Box Touring und das ist die BGM Big Box Sport. Die ist jetzt ganz neu auf dem Markt. Die werden wir testen auf diesem Motor. Was wir auch noch machen werden ist, ich habe noch einen alten selbstgebauten Reso-Auspuff. Und zwar habe ich den so umgebaut, dass der auf dem CUDA gut funktionierte mit seinem 210er Malossi Sport. Jetzt werde ich also hier versuchen, diesen selbstgebauten Reso-Auspuff, der ganz gut funktioniert hat, mit einem Schalldämpfer der Firma Knalldämpfer. Auch die möchte ich gerne erwähnen, weil die sehr, sehr gute Sachen machen. Könnt ihr euch gerne mal bei Instagram schlau machen. Knalldämpfer macht wirklich tolle Endschalldämpfer. Und werden den also auch nochmal verbauen und den testen. Und vielleicht kommt noch die ein oder andere Auspuffanlage dazu. Ich habe den Jürgen angerufen und habe gesagt, Jürgen, ich brauche von dir eine Porsche Racing Auspuffanlage oder zwei zum Testen. Also sei doch bitte so gut und guck mal, was du noch im Fundus hast. Also es kann sein, dass noch ein paar Auspuffanlagen dazukommen. Das werden wir sehen. Den Motor habt ihr gesehen. Das ist ein relativ ungebrauchter, in einem sehr, sehr guten Zustand sich befindender LML 125er Motor. Den werden wir jetzt zerlegen. Und dann werden wir beginnen, den neuen Motor für das Projekt zu bauen. Augenblicklich ist es so, dass er ohne Motor in der Garage steht. Wenn der Motor hier verbaut ist oder wenn der Motor drin ist, dann werden wir uns um die Bremsscheibengabel kümmern. Das ist ja auch noch etwas, was ihr sehen wolltet. Ne? An dieser Stelle würde ich sagen, legen wir mal los und gucken wir mal, was uns entgegenkommt, wenn wir den Motor zerlegen.
So, der Motor ist zerlegt. Ihr seht jetzt gerade mal so ein paar Bilder vom Motor, wie er aussieht, nachdem ich ihn jetzt zerlegt habe. Es gab keine großen Auffälligkeiten. Das Gehäuse ist in Ordnung. Augenscheinlich haben wir da mal keine Probleme gehabt in der Vergangenheit. Der Motor wurde auch nicht viel gefahren, also das sieht nicht wirklich nach viel aus. Witzig ist das Vergaserchen hier. Das sind 2015er. Das Loch ist wirklich sehr, sehr klein, ja, wenn man mal guckt. Ich weiß nicht, wie man aus sowas Leistung holen will. Aber gut, das Ding hat wahrscheinlich nur 3-4 PS gehabt am Rad. Ist halt auch nur ein 125er gewesen. Dicke, fette, alte Kurbelwelle. Naja, man kann nicht viel erwarten. So, Motor ist jetzt zerlegt. Und jetzt geht's weiter. Jetzt bauen wir den Motor neu auf. Es kommen viele neue Komponenten rein. Und dann nehme ich euch mal ein bisschen mit auf die Reise. So, neuer Tag, neues Glück, neues Video hätte ich fast gesagt, aber wir sind, glaube ich, noch im selben Video. Zeitblase, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Motor, wie ihr sehen könnt, schon ein bisschen zusammengebaut. Ich habe einfach mal so ein bisschen dran gezogen. Ich habe da jetzt nicht explizit nochmal die Kamera drauf gehalten oder so. Ich halte jetzt gleich nochmal die Kamera drauf, damit ihr so ein paar Sachen nochmal sehen könnt. Ich blende das jetzt, während ich rede, so ein bisschen ein. Also, LML 125er Gehäuse. Wir haben ein PX 125er Gehäuse mit einem 210er Malossi Sport zu versehen. Das habe ich in der Vergangenheit jetzt schon ein paar Mal gemacht. Die Motoren laufen wirklich toll. Die laufen wirklich, wirklich, wirklich toll. Zwischen 21 und 22,5 PS haben wir sie generell abbilden können, also gesteckt, ohne dass wir großartig was gefräst haben. Wir können also da wirklich von ausgehen, dass wir hier von einem Stecktuning mit so zwischen 20 und 22 PS reden. So, jetzt war aber immer die Frage, die einige gestellt haben, was ist denn, wenn wir das Ganze auf Membran machen? Was ist denn, wenn wir da einen dicken Vergaser drauf bauen und einen entsprechenden Auspuff? Gute Frage. Deswegen bauen wir jetzt diesen Motor. Das machen wir in Zusammenarbeit mit dem Scooter Center, weil das Scooter Center gesagt hat, geile Idee, mach mal. Also würde mich mal tatsächlich interessieren, was dabei rauskommt. Also die Jungs sind genauso gespannt wie ich auch. So, LML-Gehäuse, Membrangehäuse. Das heißt, wir haben per se schon mal einen Membraneinlass, einen etwas größeren Einlass als den Drehschieber. Auch nicht so wahnsinnig groß das Loch, aber dennoch größer als der Drehschieber. So, jetzt werden wir eine Tassinari, ich habe eine Tassi da, eine 4.0 und ich habe eine traditionelle 350er RD-Membran da. Mal gucken, was ich nehme. Die Tassi-Membran wird es wahrscheinlich werden. Und ein 35er Gaswerk, ein 35er Mikuni kommt da drauf. Das heißt, vergasertechnisch wird das genauso ausgestattet werden wie ein 265er Quattrinia beispielsweise. Also seitens Vergaser sollte ausreichend Leistung, Spülung und Kühlung reinkommen. Mal gucken, was der Motor dann in der Lage ist zu leisten. Das einzige Knackpunkt, den wir haben, ist, es ist eine Drehschieberwelle in einem Membrangehäuse. Jetzt ist das natürlich alles andere als strömungsoptimiert. Ne? Da steht also eine fette Kurbelwelle im Weg des Flows. Ja? Also das Gemisch kommt reingeflogen und trifft erstmal brutal voll auf die Wangen der Kurbelwelle. Jetzt hat die Drehschieberwelle natürlich an einer Seite eine Aussparung, wo der Drehschiebereinlass ist. Es ist nicht so wahnsinnig optimal. Ne? Also eigentlich suboptimal. Wir können eher davon sprechen, dass es so eine Art Vollwangenwelle ist. Was auf der anderen Seite wieder gut ist, weil wir natürlich per se ein bisschen mehr Aufladung haben. Ihr müsst euch das so vorstellen, als die Vorverdichterkammer. Also die Vorverdichterkammer ist das, wo die Kurbelwelle drin läuft, das Kurbelwellengehäuse. Wenn die Vorverdichterkammer natürlich gut gefüllt ist, ne, wenn der Kolben entsprechend das Gemisch ansaugt, wird über die Membran, gehen die Klappen auf und Gemisch kommt rein. Und wenn der Kolben dann entsprechend wieder runtergeht, dann gehen die Klappen zu und der runterfahrende Kolben komprimiert das Gemisch, was schon in der Vorverdichterkammer drin ist. Das heißt, es findet so eine Art Vorkomprimierung statt. Und in dem Moment, wo die Überstromkanäle öffnen, kann ja mit einem gewissen Druck dieses Gemisch in den Überstrombereich bzw. in den Zylinderbereich hinein eskalieren. Pop! Ja, also es geht dann deutlich schneller, weil eine Art Vorkompression da ist. Wir müssen mal gucken, wie viel Gemisch wir da reinkriegen, was das im Endeffekt für eine Leistung bedeutet dann. Aber es könnte durchaus sein, dass das gerade was den Bereich zwischen 3000 Umdrehungen und 5000 Umdrehungen könnte das eher leistungsfördernd sein. Oben raus glaube ich, dass wir so ab 6000 Umdrehungen, dass das eine müde Nummer wird wegen der Vorverdichter oder wegen dem Platz in der Vorverdichterkammer. Da wäre dann eine Glockenwelle oder eine optimierte Welle für dieses Konzept eigentlich angebrachter.
Nichtsdestotrotz, wir haben das jetzt mal so genommen und wir stecken das mal zusammen. Also ich werde jetzt nichts weiter fräsen. Wir haben den Malossi-Zylinder, den wir auch draufstecken. Ich hatte ein ähnliches Konzept auf dem Onyx mal verbaut. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Ich glaube, der hatte 25 oder 27 PS. Ich müsste mal nachgucken. Ich habe irgendwo da ein Short-Video. Könnt ihr mal in der Historie gucken bei mir, bei den Shorts. Da müsste eine beigefarbene TX sein. Und die hatte diesen Motor drin, der am Schluss im Onyx drin war. Also ich glaube 25 bis 27 PS. Sind da durchaus möglich mit einer Box oder mit einem entsprechenden Auspuff. Wir haben 4 Auspuffanlagen, die zur Verfügung stehen. Wir werden mit der Big Box Sport, mit der Big Box Touring, mit der Polini Box und mit einem selbstgebauten Rezo von mir, den ich mal unterm Kuda hatte, den ich mir so umgebaut habe, dass er für niedrige Steuerzeiten einigermaßen funktioniert. Also die 4 Auspuffanlagen haben wir zur Verfügung. Die werden wir auch mal testen und dann werden wir mal gucken, wie das Ding performt. Ich bin sehr gespannt, vor allen Dingen auf die neue Big Box Sport. Die ist ja jetzt erst relativ frisch auf dem Markt. Da werden wir mal gucken, wie die sich hier drauf verhält und wie die sich darstellt. Ja, also der Motor ist soweit schon zusammen, dass jetzt noch der Zylinder fehlt. Das wird jetzt ein bisschen Arbeit, weil ich muss noch Steuerzeiten ausmessen, Quetschkante definieren und dann den zusammenstecken. Gaswerk muss noch drauf und dann sind wir eigentlich hier auch schon so weit, dass wir den Motor einbauen können. Das wäre dann der nächste Schritt. Ich weiß nicht, ob das in diesem Video mit passiert. Ansonsten müssten wir da tatsächlich ein neues Video zu machen. Was auf jeden Fall ein neues Video sein wird, das wird der Prüfstandslauf sein. Also wir gucken mal, wie weit das jetzt geht. Das ist ja immer so schön, wenn man das in mehreren Abschnitten macht, dann weiß man immer nicht, wie lang es ist und ist es ein Video, sind es 2 Videos oder 3 Videos oder whatever. Deswegen moderiert man einfach mal so ins Blaue rein. So. Also wir gucken mal, was passiert. Ich sag noch ein bisschen was zu den Spezifikationen von dem Motor. Also wir haben das Conversion Kit vom Scooter Center. Wir haben eine Superstrong-Kupplung mit einer 2463 gerade verzahnt. Wir haben den Original-Tannenbaum einer 200er. Wir haben das Originalgetriebe, das LML-Getriebe von der 125er, das heißt mit kurzem Vierten. Ansonsten ist das eigentlich relativ gleich. Der erste Gang ist was kürzer bei einer 125er und der vierte Gang ist was kürzer bei einer 125er. Also im ersten Gang wird es schon ja, sehr, sehr gut zur Sache gehen und im vierten Gang haben wir auch ein bisschen kürzeres Getriebe, aber dafür fahren wir ja 2463, das gleicht sich so ein bisschen aus, hoffe ich, weil Druck genug wird da sein, um den Roller hinten raus gut zu bewegen. Das Einzige, was jetzt vielleicht ein bisschen problematisch werden könnte, aber das gucken wir uns an, ist, ich habe die originale Hauptwelle von LML und die Original-Gangräder von der LML. Ob die das halten, weiß ich nicht. Wenn das nicht funktioniert, dann bauen wir kurzerhand um auf das BGM-Getriebe, weil das funktioniert auf jeden Fall mal. Schaltbolzen und Schaltkreuz ist auf jeden Fall von BGM. Mikuni 35 MRP-Ansauger, ganz wichtig. Der CNC-gefräste Ansauger von MRP ist drauf. Und ja, dann war es das im Grunde schon. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wir müssen gucken, was passiert und deswegen machen wir das. Es kann natürlich auch sein, dass das vollkommen in die Hose geht, ne? Dass wir sagen, tja, sind nur 23 PS, für den Scheiß brauchst du den Aufwand nicht treiben. Das kann durchaus passieren. Es kann aber auch sein, auch mit der langen Kurbelwelle, ich habe da überhaupt keine Erfahrung mit. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das darstellt. Wenn das allerdings Plug and Play gut funktioniert und wir einen schönen, entsprechend druckvollen Motor haben, dann könnte das eine Sache werden, die wirklich interessant wird. Also, es kann in jede Richtung gehen. Wir wissen das nicht. Wir lassen uns überraschen. Aber dafür macht man ja solche Schüsse oder dafür mache ich solche Schüsse, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr diesen Kram baut. Man kann das natürlich auch mit einem Malossi-Gehäuse bauen. Das wäre sogar noch besser, weil dann der Membraneinlass vorgelagert ist. Dann wäre es schon wieder fast scheißegal, wie die Kurbelwelle aussieht, weil dann
ist der Membraneinlass vor der Kurbelwelle vorgelagert und ich habe eine bessere Anströmung zum Zylinder. Also wer das plant nachzubauen, weiß ich nicht, ob ein LML-Gehäuse. Wenn ihr es griffbereit habt, und die waren ja mal eine Zeit lang sehr günstig, wenn ihr es griffbereit habt, nehmt ihr es. Wenn ihr neues Gehäuse kaufen wollen würdet, dann weiß ich allerdings auch nicht, ob man so eine Conversion-Nummer baut. Das ist auch immer so eine zwiespältige Sache. Aber lasst uns mal gucken, wie es ausläuft. Also wir müssen mal gucken, wir sind ja neugierig. Ne? Wir probieren das jetzt mal aus. Und wenn sich das LML-Gehäuse gut rausstellt oder ihr einen kaputten oder zerstörten Drehschieber habt, dann fresst den Kram auf und dann setzt er da einen Membranansauger drauf und baut das Conversion-Kit zusammen. Ihr habt ja da jede Menge Optionen. Das Schöne ist, ihr habt mit dem Conversion Kit einfach jede Menge Optionen. Ihr könnt ein 80er, ihr könnt ein 125er Gehäuse nehmen, ihr könnt es auf Drehschieber fahren oder ihr könnt es auf Membran umbauen. What the fuck? Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Also dafür sind die Optionen ja gut. Wir gucken mal, was bei rauskommt. Ich bin wirklich, wirklich gespannt. So, ich weiß nicht, wie viel Teil das ist, dass ich jetzt die Kamera anschmeiße, aber der Motor ist fertig. Wie ihr sehen könnt, sind wir fertig. Die letzten Teile sind drauf. Ich habe jetzt noch auf die Ansauggummis von der Firma Lutz gewartet. Die sind gestern gekommen. Die habe ich jetzt montiert. Der 35er Mikuni ist drauf. Und der Ansaug, der Spritzschnorchel von Lutz ist auch drauf. Das Schöne an dem Ansauggummi ist, dass der Vergaser halt sehr geil und gerade steht. Und mit dem Ansauger von MRP, darauf ist dieser Schnorchel nämlich von Lutz angepasst worden, passt das perfekt. Also an der Stelle kleine Information für euch, MRP CNC-Ansauger mit Lutz Ansauggummis passt perfekt. Das Einzige, was ihr machen müsst, ihr müsst ein kleines bisschen in die Hutze sägen. Wobei wir gerade beim Thema Hutze sind, ihr seht, dass ich hier die Hutze habe ein bisschen verlängern müssen. Das heißt, ich habe eine zweite Hutze genommen, habe die verlängert, habe die einfach festgenietet und damit habe ich das Thema Luftleitung auch entsprechend sichergestellt, also dass hier keine Luft abblasen kann. Kann man so machen. Da wir ja mehrere Auspuffanlagen testen, das heißt die Big Box Sport und die Big Box Touring, da weiß ich aber, dass die so passen, dass wir die nicht verändern müssen. Und bei den anderen Auspuffanlagen, da gucken wir mal, wie wir das so hinkriegen. Aber das sehen wir dann, wenn wir am Prüfstand sind. So, das heißt, was jetzt noch fehlt, ist Getriebeöl rein und dann muss die Kiste hier in den Roller rein. Und das ist jetzt der nächste Schritt. Das heißt, der Motorbau ist jetzt erstmal abgeschlossen. Ich gebe euch noch mal einen kurzen Überblick über die Komponenten. Ich habe das bestimmt schon 30 Mal gesagt, aber ich sage es jetzt trotzdem noch mal, falls ich es vergessen habe. Wir haben das Adapter-Kit von Scooter Center, das heißt die Platte, die Stehbolzen, die M7-Schrauben, wir haben die Kurbelwelle, wir haben den Malossi Sport, wir haben die Wartbezündung montiert, wir haben eine BGM Superstrong montiert, wir haben Primärtechnik 2463 montiert. Wir haben komplett das Getriebe vom 200er, also das heißt die Nebenwelle und die Hauptwelle, also die Getriebezahnräder auf den entsprechenden Wellen, sind original 200er. Die Hauptwelle, die drin ist, das ist eine Welle von LML. Da muss ich ein bisschen aufmerksam sein, das heißt, da muss ich mal gucken, wie die Welle sich verhält. Es gab in der jüngsten Vergangenheit, das ist auch schon wieder ein paar Jahre, das heißt die jüngste Vergangenheit, ist schon wieder ein paar Jahre her, da haben sich die Wellen gerne mal ineinander verdreht oder sich gegeneinander verdreht. Was bedeutet, dass so eine Welle drohte dann abzubrechen. Also da muss ich mal ein Augenmerk drauf haben, wenn wir ein paar Kilometer gefahren sind, dann muss ich mal die Bremstrommel ziehen und gucken, ob die Hauptwelle sich wie ein Korkenzieher aufdreht oder nicht. Wenn die LML-Welle jetzt nicht hält, dann habe ich schon Ersatz da liegen, dann muss ich den Motor halt nochmal aufmachen und die Welle ändern. Aber das werden wir jetzt mal herausfinden. Kupplungsdeckel haben wir von BGM montiert. Das ist der große für die Superstrong-Kupplung. Der baut nicht weiter auf. Der hat halt nur entsprechend das Innenmaß, was ihr braucht für die 110er Körbe. Und er hat die Ölleitbleche, aber das sind so Angussteile, damit das Öl auch entsprechend abgeführt werden kann und runtergeführt werden kann an den Druckpilz, damit der auch unter Öl steht. Ne? Sonst mussten wir früher immer schön die Sachen wegflexen oder wegdremeln. Was noch verbaut ist, ist der Kupplungshebel, der neue von BGM. Den lege ich euch auch ans Herz, weil der hat am Arm selber eine Anfasung. Das heißt, da ist ein Winkel drin. Wenn ihr den Arm montiert, dann komprimiert er schon mal nicht die Kupplung. Früher war es so, wenn wir, je nachdem, was wir für Fertigungstoleranzen hatten, dass wenn wir den zusammengebaut haben, dass die Kupplung beim Antreten durchgerutscht ist, was daran lag, dass wenn wir den Hebel eingebaut haben, den Hebel auf Spannung gestellt haben, dass der Arm als solches schon mal den Kupplungskorb leicht komprimiert hat und ihren Druck in der Kupplung hattet und damit kein sauberes Trennen hattet. Das wird damit vermieden. Abgesehen davon habt ihr zwei Einstellmöglichkeiten, wie ihr den Kupplungshebelweg beeinflussen könnt. Das heißt, wenn ihr Hebel montiert habt, die nicht den Hub
entsprechend machen, wie sie eigentlich machen sollten, nämlich wie die Originalen. Dann könnt ihr die, den Klemmnippel umhängen und könnt damit mit weniger Hub am Griff einen größeren Hub am Hebel unten erzeugen. So, das haben wir auch noch verbaut. Neuen Kickstarter haben wir noch verbaut. Ja, wir sind im Grunde fertig. Jetzt heißt es einbauen und dann gehen wir auf den Prüfstand und dann gucken wir mal, was passiert. Und ich hoffe sehr, dass das, was ich mir so ausgedacht habe, was das bringen müsste, Steuerzellen sind wir bei 125, 185, glaube ich. Oder 182, irgendwo so in diesem Bereich. Ich habe die Steuerzeiten bewusst etwas höher gewählt, weil ich einfach mehr Auspuffanlagen testen will und mehr Varianz haben will. Wenn ich den jetzt ganz flach gesetzt hätte auf 120, 174, dann hätte ich mit anderen Auspuffanlagen nicht experimentieren können, weil die Steuerzeiten dazu nicht gepasst hätten. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Neue Bremse ist drin. Im Grunde können wir jetzt einbauen und dann geht es auf den Prüfstand. Das heißt, das Video bis hier ist jetzt zu Ende. Das heißt, wir werden jetzt das nächste Video sehen, wenn der Motor dann auf dem Prüfstand performt. Ich hoffe, wir reden über 25 und mehr PS. Das ist so mein Ziel. Ob wir das darstellen können, weiß ich nicht. Mit dem 35er Mikuni und mit dem Ansaugweg sollte da auf jeden Fall genug Gas oder Gemisch entsprechend in die Brennräume kommen. Ob die Kurbelwelle das so performen kann, weil wir ja eine Drehschieberwelle in einem Membrangehäuse haben, werden wir sehen. Es ist ein LML-Gehäuse, das heißt, der Einlass ist direkt über der Kurbelwelle. Das heißt, die steht einfach mitten im Weg. Wir schauen mal, was passiert. Ja, am Ende des Tages warten wir es ab. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst gerne einen Daumen da. Ein Abo wäre auch super. Und den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar. Wenn er rausgeht, dann fallt nicht in den Schnee und bleibt hässlich. Bis dann. Ciao.